Was geht ab, Amigos, und willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir den Zero-Build-Fortnite-Modus, also würde ich sagen, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren für täglichen Content jeden Tag um 14 Uhr und würde ich sagen, rein in die Runde. So, bleibe mit einem Motorrad 2 Sekunden lang in der Luft, eliminiere einen Gegner mit einer Ranger-Pistole oder stelle die Kondition wieder her oder erhalte Schilde bei einem benannten Ort. Machen wir das mit den Schilden? Sollte man doch am einfachsten hinbekommen. So, let's go. Gehen wir in die Runde. Ab wann sollte man eigentlich am besten runterspringen? Ich meine, ich springe immer so bei 1000 Meter oder 900 Meter so circa raus. Ich weiß nicht, wann man es am besten macht, aber wenn ich jetzt zum Beispiel Reckless Railways hier anpeile, springe ich immer bei 1000 Meter oder 900 Meter raus. Wann springt ihr denn raus? Schreibt es mal in die Kommentare, das würde mich mal interessieren. Wie viele fliegen hier mit uns? Wahrscheinlich keiner, oder was? Okay, da hinten ist ja der Tresor, da kümmern wir uns gleich darum. Erstmal hier Waffen snacken, bisschen Loot haben. Oh, hier ist noch einer gelandet. Mich würde es ja mal interessieren, wo der gelandet ist. Hallo. Ja, wie billo war der denn? Der war ja komplett lost. So wie ich gerade beim Hochspringen. Okay, perfekt. Hä? Bin ich blind? Ziel der Fassungspistole. Das nehmen wir uns mit. Oh, perfekt. Guck mal, dann sind wir direkt voll. Zack. 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 Und eine Maschinenpistole wäre jetzt noch geil. Dann hätten wir alles losgelegt. Ja, perfekt. Ich wette damit, hier ist noch irgendjemand. Und Slurp. Okay, wir bräuchten eigentlich einen Slurp auch. Tauschen wir den so aus. Sollte passen. Und dann stürmen wir jetzt die Festung als allererstes. Ah, ich glaube, da ist schon jemand, oder? Warte, ist die auch direkt auf uns losgegangen oder auf jemand anderen? Ich dachte, da wäre jemand noch. Oh shit, oh shit. Okay, okay. Gleich ist sie down. Ja, sie ist down, okay. Oh Gott. Wir haben ja gar keine Munition mehr hier auf der. Okay, ist eigentlich diese Pistole gut? Diese automatische Erfassungspistole? Oder ist die Trash? Oh, okay. Am Ende campt hier wieder irgendjemand. Deswegen immer schön die anderen Räume testen. Die ist auf jeden Fall nicht schlecht. Okay, okay, okay.
Machen wir mal. Okay, wir haben Trommelmagazin, damit wir mehr verballern können. Die Zielgenauigkeit. Während den Rückstoß. So. Sehr gut, dann handeln wir jetzt mal. Mal hier raus, sicher ist sicher. Oh Gott. Herz und Seele, Digga. Da hast du aber nicht mit Herz und Seele gespielt. Wenn das mal da. Nur mit der Panzerfaust spielen. Wenn wir schon eine haben. Ach, die sieht so geil aus. Gebt euch mal die. Digga. Wir haben noch gar nicht mit der gespielt gehabt. Ich glaube, wir gehen nochmal zurück hier kurz. Warte, wo war es nochmal? Hier. Der Ninja Turtle Eingang. Und dann rüsten wir mal die Pumpkin ein bisschen besser auf. Ich glaube, das würde auch mehr Sinn machen. Was? Was ist denn nicht möglich? Verbessert den Rückstoß und die Steuerung beim Zielen. Ja, den Rückstoß. Okay, ist nicht möglich. Gut, gut. Will der hier runter? Wir warten. Ne, okay. Ich spring mal hinterher. Und wieder zurück. Als ob der nur hier Motorrad fährt. Okay, da fährt noch jeden Fall. Zwei. Wo? Schon am Bahnhof irgendwo. Ah, guck mal, hier ist der eine gestorben. Der ist direkt vor uns gestorben. Wir gucken nochmal hier die Kiste. Der war auf jeden Fall hier irgendwo in der Nähe. Oh mein Gott, Digga. Digga, das war... Hätte auch anders ausgehen können. So, auf dem Zug wurde auch noch nicht gelootet, habe ich gerade gesehen. Champagner. Hat noch ein paar Sachen mehr dabei. Die sehr interessant aussehen. Krone. Die nehmen wir auch mit. Sniper nehmen wir jetzt nicht mit. Weil ich einfach finde, dass die Sniper im Endgame jetzt nicht so krass ist. Dann lieber vorzeitig. Also vorher ist die Sniper eher krass. Außer wir werden jetzt von hinten weggesniped. Dann wäre es ein großes Problem. Ah, guck mal hier. Hier müssen wir auch gleich gucken, wie die Zone ist. Mal in die Zone. Mal gucken erstmal. Vielleicht nach da. Zu lang. Oh. Hat schon kurz Angst, dass wir hier gleich an Fallschaden was abbekommen. Wäre auch besser, wenn wir ein anderes ein anderes Sturmgewehr hätten. Statt das jetzt.
Ich hätte mir doch lieber die Sniper auswählen sollen anstatt Sturmgewehr. Hättet ihr. Was hättet ihr ausgewählt? Hättet ihr irgendwas geändert? Hättet ihr die Sniper reingetan? Also. Ich fühle mich mit der Sniper so unsicher. Ich bin da irgendwie noch ein ganz krasser Noob. Was Ziehen angeht. Mit der Sniper. Deswegen würde ich es jetzt nicht machen, aber. So, 10 verbleibende Spieler. Okay, okay. Und wir sind Level 54. Das ist sehr schön. Nehmen wir die Kasse auch noch mit. Aber wegen den EPs. Da ist einer. Okay, der war einfacher als gedacht. Haben wir uns nur auffällig gemacht, weil wir rumgeschossen haben. Die Sachen holen. Und verschwinden. Okay, die Insel ist gespawnt. Schon auf der Insel sind dann noch wieder Leute. Da sehe ich auch einen goldenen Kreis auf uns zu bewegen. Okay, da ist einer. Ich traue mich noch nicht zu schießen. Auf jeden Fall ein bisschen kassiert. Oh Gott. Nein, oh mein Gott, der hat uns einmal von hinten geholt. Oh, belastend. Was ist das für eine belastende Runde? Naja, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Adios, amigos. Ciao, ciao. Naja, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Adios, amigos. Ciao, ciao.